Hallöchen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Wir spielen Abandoned. Und zwar ist es vom Macher von Midnight Library. Oh Gott, ich hoffe, es wird nicht so lang dauern wie das Video von Midnight Library. Okay, gibt's gratis für euch auf Game Jolt, Link in der Beschreibung. Boah, Secret File, The Red Sound, Visual Art, Creepy Street. There's a lot to do at work that day, went late night. Also, der Boss von Johannes will, dass er ein Geheimdokument ins Haus eines Freundes liefert, das in einer alten, unheimlichen Straße liegt. Aber Johannes hat den ganzen Tag hart gearbeitet und es ist sehr spät am Abend, als er sich auf den Weg macht. Und dann passiert Folgendes. Schöne Einleitung. Hallo. Okay. Oh Gott. Genau wie in Midnight Library ist die Mausempfindlichkeit sehr hoch und wir können nur sehr langsam laufen. Warum es regnet an einem sternenklaren Himmel, das weiß nur der Entwickler. Also der Boss hat gesagt, der Freund lebt am Ende der Straße. Okay. Ja, frage ich mich auch, wie kann man hier leben, an diesem creepy Ort? Also, ich muss in Haus Nummer 122 gehen, welches am Ende der Straße liegt. What the? Warum ist die Straßenbeleuchtung aus? Ja, genau. The streets light are out. Sie sind nicht mehr in, sie sind out. Sie sind aber sowas von out. Sowas von abgemeldet. Ja, Nummer 122. Shit! That car scares me. Ich sehe vieles wieder, was ich in Midnight Library auch gesehen hat. Lustige Bilder hier an der Wand. Autos, die einfach angehen. Und... Oh, fuck you und Jumpscares. Oh, war das scheiße. Drecks. Drecks, Drecks, Dreckerter. Dreck, Dreck. Ah. Wir scheinen einen extrem kleinwüchsigen... What the shit? Okay, don't drink and drive. Hier sind wir die Besoffenen unterwegs. Ja, mir soll's recht sein. Ich wollte gerade sagen, wir spielen anscheinend einen Kleinwüchsigen. Wir spielen einen Erwachsenen, aber guck mal, wie niedrig wir sind. Wir sind gerade mal halb so hoch wie das Auto. Ein bisschen komisch. Ist das? Ja. 122. Der Entwickler hat auf GameJolt geschrieben, das Spiel ist inspiriert von dem Spiel Pizza Delivery, was ich ja auch schon vor einigen Jahren gespielt habe. Okay, der Boss hat mir gesagt, ich muss das Geheimdokument auf das blaue Bett oben legen. Wieso? Wieso komme ich hier einfach in ein wildfremdes Haus rein und muss ein... Ach, ich habe keine Ahnung. Weil es ein Horrorspiel ist, deswegen. Ich guck mich hier... Oh! What the fuck? Hallo? Werkzeug, kann ich mich damit bewaffnen und eventuellen Angreifern über die Rübe schlagen? Es ist... Okay. Schön, dass der Freund in seinem eigenen Haus hier auch ein Schilder anbringt, dass er weiß, das ist die Garage. Er scheint ein bisschen blöd zu sein. Oder vergesslich. Dafür hat er schönes, echtes Meißner Porzellan. Okay, diese Abfalleimer kenne ich noch. Ja, ja, ich sage nur, take out the trash. Blöde. Ich habe Midnight Library erst vor 2 Tagen gespielt. Deswegen erinnere ich mich da noch lebhaft dran. Wie spät haben wir es denn? Kurz nach 8. Und die Zeit steht mal wieder still. Wie so oft in solchen Spielen? Was ist das? Ist das nur ein Fenster? Okay, wir gehen jetzt nach oben. Keine Zeit zu verlieren. Oh, sowas hängt man sich doch gerne in den dunklen Flur. Da fühlt man sich auch gar nicht beobachtet irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Es ist farbenfroh, lebensbejahend und ach, alles. Good vibrations. Schönes Laminat hier.
122, ja, das ist unsere Hausnummer. Gut, dass wir uns das auch nochmal aufschreiben, damit wir es nicht vergessen. Do not go in house 122. Death place is haunted. Also das, es spukt in diesem Haus. Ja, das haben wir jetzt schon mal gemerkt. Und ein Mörder ist auf der Straße. Do not go alone. Killer outside. Okay. Heim. Geh einen Spiegel in diesen Spielen immer kaputt. Das bringt doch 7 Jahre Pech. Oh, meine Güte. Ich mag den Stil dieses Spiels. Irgendwie minimalistische Grafik, das ist ganz witzig. Okay, das blaue Bett. Das berühmte blaue Bett, der... Okay, gotta leave this place. So, Top Secret Dokument habe ich hingelegt. Ja, wunderschöne Bilder hier. Hauptsache 2 Lavalampen. So ein Ding habe ich auch noch. Ich guck erstmal, bevor ich gehe, gucke ich erstmal. Ne? Ich guck erst und dann gehe ich. Okay. Du warst vorher auch noch nicht da. Das ist übrigens dieselbe Fratze wie in dem Kinosaal von Midnight Library. Schöner Baum. Auch dieses Bild haben wir schon in Midnight Library gesehen. Also der Entwickler hat einen Sinn für Recycling. Oh, hab schon ein paar gruselige Bilder auf der Festplatte. Ja, machen wir noch ein Spiel draus. Warum nicht? I'm watching you. Wer, du? Man, this house is so creepy. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal rauskommen. Okay. Wir versuchen es einfach. Aber es wird uns eben nicht gelingen. Und wer legt sich denn solche Strandstühle ins Wohnzimmer? Mit so einem Teppich. Was ist denn das? Er hat keinen Geschmack, unser Freund. Oder der Freund des Chefs, besser gesagt. Uah! The door is locked. Wer hat abgeschlossen? Okay, nächste Aufgabe, das Haus durchsuchen. Und hier ist plötzlich 2 Uhr. Need to find a way out. Ich verstehe. Vielleicht hier durch die Garage. Auto, brumm, brumm, weg. Gleich kommt wieder ein Jumpscare. Ich weiß es genau. Ganz genau. Nee, hier geht nix. Ja, wo denn dann, wenn nicht hier? Dieses Schild ist der Hammer. Durch die Küche wird's auch schwer. Vielleicht durch den Kühlschrank. Vielleicht ist der Kühlschrank irgendwie das Portal in eine andere Welt. Wer weiß. Nein. Ich habe dem Spiel zu viel verlangt. Und jetzt ist wieder 8 Uhr. Mein Gott, die Zeit springt vor und zurück in diesem Spiel. Okay, das Spiel zwingt uns quasi nochmal nach oben zu gehen. Hallo Mädchen. Beobachtest du mich? Entweder ist da jemand durch Sand gelaufen oder jemand hat irgendwas gekaut. Geknuspert. Knusper, knusper, Knäuschen. Vielleicht kann ich aus dem Fenster springen. Schöner Selbstmord hier, das wäre jetzt ganz passend. Wow. Hallo? Ist das da draußen? Ein UFO! Oder eine Pizza Hut Filiale. Alter! So, das haben wir auch schon gesehen in Midnight Library. 50.000 Mal hintereinander. I like this game! Hat was. Hallo? Ich gerade nicht weiß, was ich machen muss, wo ich hin muss. Das Haus durchsuchen. Also einfach mal weiter. Vielleicht passiert hier was. Bei den Lavalampen des Grauens. Hi. Ist lustig. Ich habe zwar Gänsehaut, aber auf den zweiten Blick ist es lustig hier. Ein komischer Zombie-Kopf vorbeigeflogen. Süß.
Okay. Da unten ist ein Regenbogenfenster. Hallo. Mir gefällt's. Okay. The phone from downstairs. Get the smartphone in the kitchen. Okay. Könnt ihr schon mal Wetten abschieben, was die Stimme am Telefon wohl sagt? I kill you oder I see you ist auch immer sehr beliebt. I watching you. Da. Beim meisten am Porzellan ist das Telefon. Ist das laut, meine Ohren. You're not gonna leave this place. Now, turn around. Hey, Slenderman! Ohne Kopf! Der kopflose Slendy. Weird phone call. Who the hell is the man with no head? Schön, schön, schön. Kopflos. The radio from upstairs. Danach kommt wahrscheinlich wieder irgendwas von downstairs. Dann kommt wieder was von oben, unten, oben, unten. Und am Schluss stellt sich raus, die Meißner Porzellankanne ist der Anführer. Need to get closer. Ich muss näher dran gehen. Achtung, da kommt gleich irgendein böser Jumpscare. Wenn der schon sagt, es soll nah dran gehen, dann... The key is in the garage. Was stand da eben? Ich konnte es nicht lesen. Ich war zu schockiert. Der Key ist in der Garage. Der Schlüssel, ne? Verstehst du? Alter. Geil. Der Schlüssel führt mich sowieso nicht nach draußen, das weiß ich jetzt schon. Oh. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Vielleicht meint er hier den Werkzeugschlüssel. Da ist kein Schlüssel. Da ist kein Schlüssel. Da. Aber da. Dankeschön. Her damit. Thank God, I can leave now. Aber nicht mit dem Auto. Denn wir sind so kleine, wir können ja kaum übers Lenkrad gucken. Wir gehen ganz brav durch die Tür, falls das jetzt überhaupt möglich ist. Aber schön, wie wir die Ruhe weg haben. Slenderman? Ja! Sag mal, die fahren hier wie die letzten Idioten. Es ist hier... Sind wir hier in Flensburg oder was? Die ganzen Punkte hier gelassen. Alter. Das gibt's ja nicht. Ja. Oh, wir sind draußen. Schön. Back on the street again. Wo lang nun? Was? Get to your green car. Okay. Das einzige Auto, was noch funktioniert. Why did I come from this? Ja, das hat mich auch gerade verwirrt. Ich bin... in die 122 rein und kommen hier wieder raus. Sehr strange, diese Straße. Nicht nur das Wetter ist strange. Nein, nein. Auch das Seltsame. Ich finde dieses Bild cool. Hat was. Ah. Ist das mein? Nee, ist ein blaues Auto. Eins der wenigen, das noch nicht kaputt gefahren wurde. Von diesen Bekloppten hier. Aber schön, dass die Fenster... What's the problem with this place? Das frage ich mich langsam auch. Aber hier wird schon der Christopher Street Day gefeiert. Mann! Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich finde es irgendwie... erschreckend, gruselig, lustig... Alles, was man will. Und es hat ein Testbild. Oh.
sollte hier verschwinden. Aber vielleicht werden wir sterben wie in Midnight Library. Vielleicht überfährt uns unser eigenes Auto gleich. Das wäre natürlich sehr lustig. Na komm. Bring es hinter dich. Oh. Hey, Nobel, geht die Welt zugrunde. Wir haben einen Audi. Okay. Ah, kann ich nicht rein? Oder? Ja, jetzt. Endlich, ich bin frei! Oh, nee. Jetzt sind wir nicht mehr frei. Jetzt sind wir im Himmel. Die Polizei kam am nächsten Tag. Sie hat Johannes' Auto entdeckt und ein Pool oder eine Pfütze Blut auf der Straße. Sie haben nicht herausfinden können, was am Vorabend passiert ist. Sie haben nämlich Johannes nirgends finden können. Die Regierung hat kurz daraufhin Haus Nummer 122 abgerissen, denn der Ort ist zu gefährlich. And the story happened there has been abandoned. Die Geschichte, die hier passiert ist, ist, ja, verlassen. Unbekannt. Eigentlich heißt das verlassen. Oh, that's was! Nette kleine Jumpscare-Attacken hier. Hat mir Spaß gemacht. Wieder von unserem Freund, der, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, der auch, wie gesagt, Midnight Library gemacht hat und der mir auch zu dem Video Midnight Library einen Kommentar geschrieben hat, wo er gedankt hat, dass ich gespielt habe. Sowas freut mich immer, wenn die Entwickler auch einen Kommentar hinterlassen. Ja, das hat jetzt zum Glück nicht so lange gedauert. Und ich werde mal auf Game Jolt gucken, was er noch so gemacht hat. Vielleicht können wir dann noch was Nettes spielen demnächst von dem Kollegen. So, für jetzt danke ich euch erstmal fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.